und Masters of the Universe. Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft! Grinder wurde zur mächtigen Battlecat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Einfach wundervoll. Ich muss sagen, du wirst ziemlich gut, Orko. Es ist nicht zu übersehen, dass du besser geworden bist. Ja, und du räumst danach sogar selbst auf. Du hast dich wirklich verändert. Was soll das heißen, verändert? Ich bin immer noch derselbe. Ihr habt mich nur nie zu schätzen gewusst. Und außerdem verändern sich Leute nicht. Das Wetter verändert sich, Leute nicht. Also da kann ich dir wirklich nicht zustimmen. Leute können sich verändern. Ich sage einem Prinzen nicht gern, dass er sich irrt. Aber Adam, hier irrst du dich gewaltig. Leute sind nun mal, wie sie sind. Die Guten bleiben gut und die Bösen sind immer böse. Und ich möchte erleben, dass man mir das Gegenteil beweist. Du irrst dich und zwar völlig, Sibylline. Diesmal nicht. Ich kann mich ändern. Dafür ist es nicht zu spät. Ich habe es satt, Gorgon. Du hast mich dazu gebracht, alles, was schön war, hier auf der Isle of Tears zu zerstören, und das werde ich nicht mehr tun. Was war das? Du wirst tun, was ich dir sage, Bastra! Ich gebe ihr die Befehle! Nein! Kein Hexenbann mehr, keine Überschwemmungen mehr, keine feurigen Monster mehr! Einst war ich eine gute Hexe und wie eine Närrin habe ich mich von dir in eine Böse verwandeln lassen. Du bist immer noch eine gute Hexe! Gut und böse! Oh! Und ich habe dir geholfen, König Danton zu stürzen. Leiste ihm noch im Verlies Gesellschaft. Ich habe keine Angst mehr vor dir, Gorgon. Das werden wir ja sehen. Lass deine Hexerei an unseren Feinden aus. Du bist hier der Feind. Und ich werde deinen Terror nicht länger zulassen. Wachen! Wachen! Stecken Sie zu Danton! Wenn dir der König so leid tut, darfst du ihm im Verlies Gesellschaft leisten. Jetzt sperrt der große Gorgon also sogar seine bösen Freunde ein. Er ist kein Freund, König Danton. Und mir ist auch klar, dass du nie mein Feind warst. Das kommt etwas spät, Sibylline. Wir sind jetzt beide seine Gefangenen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich habe genug Zauberkraft, um dieses Verlies zu verlassen. Aber wo könnte ich hingehen? Wen könnte ich bitten, uns zu helfen? Also, wenn du dich wirklich verändert hast, Sibylline, dann ist da immer noch König Randor und He-Man. Sie würden helfen. Natürlich! Ich werde nach Eternia gehen. Ich muss sie überzeugen, dass ich meine Fehler aus der Vergangenheit wieder gut machen will. Das könnte schwierig werden. Es gibt vieles zu verzeihen. Ich muss es versuchen. Oh, ich wünschte, ich hätte genügend Zauberkraft, um dich auch zu befreien. Ich habe jahrelang auf so etwas gewartet. Ich kann noch etwas länger warten. Wir wollen nur hoffen, dass sie dir glauben. Geh jetzt. Schnell. Ich werde zurückkommen, Majestät, um dich wieder auf den Thron zu setzen. Ich habe euch doch gesagt, dass sich die Leute nicht ändern. Adam kommt schon wieder zu spät. Entschuldigt die Verspätung, ich habe verschlafen. Ich habe heute eine Nachricht von Sibylline, der Hexe, bekommen. Sibylline? Was will die denn? Sie bittet um unsere Hilfe gegen Gorgon und sagt, sie hat sich geändert. Geändert? Sibylline war eine von Eternias bösesten Kreaturen. Aber wenn sie uns um Hilfe bittet, wie können wir sie da abweisen? Ganz einfach, wir sagen nein. Ich habe gehört, dass sie eine ganze Armee in kleine Fische mit Füßen verwandelt hat. Igitt!
Die Sorceress von Grayskull musste die dann zurückverwandeln. Orko, wir müssen alle anhören, die um Hilfe bitten. Alle. Ich habe sie gebeten, hierher zu kommen. Ich erwarte, dass sie höflich behandelt wird. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Keine Angst, kleiner Freund. Du würdest dich gut als Fisch machen. Besonders mit Füßen. Eure Majestäten, ich danke euch, dass ihr mich empfangt. Ihr habt großes Vertrauen bewiesen, indem ihr mich vorgelassen habt. Unser Ziel ist ein vereintes und friedliches Universum. Wir müssen bei Eternia beginnen. Und du bist uns hier willkommen. Ich denke, ich will sie besser im Auge behalten. König Danton wurde von seinem Volk geliebt. Aber Gorgon hat das Volk zu Sklaven gemacht. Ich half ihm dabei. Ich habe mich geirrt. Sklaverei ist schrecklich. Das ist sie wirklich. Aber ich habe mich geändert und die Situation kann auch geändert werden. König Danton ist noch am Leben. Aber er ist Gorgons Gefangener. Zusammen können wir ihn befreien. Dann werden wir das tun. Es scheint, wir bekommen bald Arbeit. Wenn man ihr trauen kann. Auch wenn das nicht der Fall ist. Ich habe dich hierher gebeten, Evelyn, weil es keine bessere Hexe als dich gibt. Danke, Gorgon. Aber nun zu deinem Problem. Wer hätte gedacht, dass Sibylline auf die andere Seite überlaufen würde? Wir wollen mal sehen, was sie vorhat. Was können wir nur machen, damit sie glauben, Sibylline sei immer noch böse? Das sollte nicht schwer sein. Wie es scheint, traut ihr der Kleine nicht. Und darin werden wir ihn durch den Angriff eines fliegenden Drachen bestärken. Prima! Ich liebe fliegende Drachen! Du hast uns das Leben gerettet, Sibylline. Ich bin eure untertänige Dienerin. Und dann hat sie den Drachen in einen Käfig gesperrt. Sie wusste, dass er auftauchen würde. Das war ein Plan. Wo sollte jeder Drache herkommen? Das werde ich euch sagen. Ich habe das überprüft. Ein Drache ist aus dem königlichen Zoo entkommen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Sibylline nicht gewesen wäre. Nun, kleiner Freund, vielleicht irrst du dich. Nein, ich irre mich nicht. Ich glaube immer noch, dass sie dahinter steckt. Sibylline. Ich sehe mal nach der Wache. Wir sollten jetzt am besten unsere Sorceress aufsuchen. Und ich pass auf Sibylline auf. Sibylline ist eine mächtige Zauberin. Und ich hätte sie lieber als Freundin und nicht als Feindin. Aber ist sie eine Freundin? Sie ist Gorgons Feindin geworden. Und mit ihrer Hilfe kann er besiegt werden. Dann hat sie unser Vertrauen. Sie muss die Chance haben, zu beweisen, dass sie sich geändert hat. Und dass sogar im Bösen die Möglichkeit zum Guten liegt. Wir werden Sibylline ihre Chance geben. So einen Sturm habe ich noch nie erlebt. Sieh mal, eine Überschwemmung. Hilfe! Hilfe! Halt aus, Orko, ich komme! Bei der Macht von Grayskull! Hilfe!
Was hast du hier unten gemacht? Ich bin Sibylline gefolgt. Aber sie verschwand, kurz vor der Überschwemmung. Es ist vorbei, Orko. Der Sturm ist vorbei. Es ist nicht zu glauben. Der Sturm ist genauso schnell vorüber, wie er gekommen ist. Wie von Zauberhand. Sie war das. Sie hat das gemacht. Ich bin Zauberer. Ich kann böse Magie spüren. Du hast keine Beweise, Orko. Aber Majestät, ihr habt gesehen, was passiert ist, seit sie da ist. Also, mir erscheint es jedenfalls wie Hexerei. Trotzdem gibt es keinen Beweis. Und bis wir einen haben, müssen wir mit aller Macht für den Frieden arbeiten. Deine Sorge ist berechtigt, Orko. Diese Ereignisse sind in der Tat magisch. Aber nicht durch mich. Durch wen dann? Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es von der Isle of Tears kommt. Du musst mit Sibylline zur Isle of Tears gehen und dabei helfen, die Herrschaft des Tyrannen Gorgon zu brechen. Und Danton wieder zu seinem Thron zu verhelfen. Ah, genau was wir alle brauchen. Einen magischen Inselurlaub. Ja, wir werden nicht nur Sibylline in die Knie zwingen, wir werden auch noch He-Man kriegen. Ja, und Sibylline muss mich um Vergebung anflehen. So dumm, dass ich mitgekommen bin. Dieser Ort ist mir unheimlich. Folgt mir! Das ist der Eingang zu meiner geheimen Werkstatt. Ich glaube, deine geheime Werkstatt ist kein Geheimnis mehr. Das ist unwichtig. Wichtig ist, dass wir König Danton befreien und diese Insel von Gorgons Herrschaft. Auf diesem Weg kommen wir zu Dantons Verlies. Ich wette, das ist eine Falle. Ich spür das. Ach, hör auf, Orko. Geht leise. Die Wachen haben scharfe Ohren. Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich berühre nicht einmal den Boden, siehst du? König Danton ist hier in der Nähe. Da ist seine Zelle. Ich habe ein komisches Gefühl. Also los, macht euch bereit. Er ist da drinnen. Und sogar unbewacht. Oh, Sibylline, du bist zurückgekommen. Und du hast He-Man mitgebracht. Ich hätte nie geglaubt, dass ich den Tag meiner Rettung erleben würde. Deswegen hat uns Sibylline hierher gebracht. Jetzt werden wir Gorgon vom Thron stürzen und die Isle of Tears befreien. Und König Danton die Herrschaft des Königreichs zurückgeben. Das war eine Falle, habe ich doch gesagt. Willkommen zu Haus, Sibylline. Du hast deine Rolle ausgezeichnet gespielt. Genau nach Plan. Also hatte Orko recht. Sibylline hat uns getäuscht. Wartet, was Sibylline uns zu sagen hat. Ich bin ehrlich zu euch gewesen. Ich habe euch nicht getäuscht. Gorgon lügt. Er will, dass ihr glaubt, ich sei immer noch böse. Ich weiß, es ist schwer, mir zu glauben, aber ich möchte das Böse, was ich angerichtet habe, wieder gut machen. Gorgon? Ich bin gekommen, um dich durch den wahren König abzulösen. Mich abzulösen? Nun, dann fürchte ich, dass du den Rest deiner Tage mit deinen neuen Freunden im Verlies verbringen wirst. Ich benötige deine Hilfe nicht mehr. So ist es doch, Evelyn, nicht wahr? So ist es, Sibylline. Nicht einmal He-Man kann durch 60 Zentimeter massiven Stahl durchbrechen. Evelyn? Oh, das erklärt all die Magie. Du musst mir glauben, He-Man. Die beiden haben das getan. Sie wollten, dass ihr mir misstraut. Sie glaubt nicht daran, dass ihr mir noch eine Chance geben würdet. Ich glaube dir. Sie haben sich darin geirrt, dass wir dir keine Chance geben würden. Und sie haben sich auch anderweitig geirrt.
60 Zentimeter massiver Stahl, sagtest du? Die Damen zuerst. Nicht zu nah! Ich werde mein Lasso benutzen. Gute Idee! Das wäre erledigt, Vater. Danke, Sibylline. Gern geschehen. Danke, Orko. Gern geschehen. Nun, das sollte die Wachen für ein Weilchen außer Gefecht setzen. Und jetzt wollen wir zu Gorgon. Hier entlang. Evelyn, was nun? Tu doch was! Sie werden bald hier sein! Sie werden es niemals durch die Tür schaffen. Meine Magie wird schon dafür sorgen. Aber jetzt hast du auch meine Wachen ausgeschlossen! Du Narr! Ich bin hier! Wozu brauchen wir da noch Wachen? Die anderen sind am Vordereingang. Wir sollten den Hintereingang nehmen. Schnapp mir Gorgon! Was ich gefangen habe. Deine Magie kann sich an meiner nicht messen, Sibylline. Gib dich geschlagen und kehre zu deinem Meister Gorgon zurück. Nicht zu Gorgon und niemals zu dir. Dann lässt du mir keine andere Wahl. Einst fürchtete ich deine Magie, Evelyn, aber jetzt nicht mehr. Jetzt steht die Kraft der Wahrheit hinter mir. Das werden wir ja sehen. Aber Sibylline, wir sollten einander nicht bekämpfen. Wir sind doch immer so gute Freundinnen gewesen. Lieber würde ich mich in ein Insekt verwandeln lassen, als deine Freundin zu sein. Na, wenn du das möchtest. Türen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Evelyn, tu doch was! Das habe ich vor, aber nicht für dich. Können wir nicht verhandeln? Jetzt, wo Gorgon sich verantworten muss, gibt es auf der Isle of Tears nur noch Freudentränen. Das ist He-Man und euch allen zu verdanken. Ganz besonders dir, Sibylline. Und hiermit verzeihe ich dir deine vergangenen Missetaten und heiße dich in unserer neuen Zukunft willkommen. Ich hätte alles dies nie geschafft ohne meine neuen Freunde. Und ich hoffe, dass ich dich, Orko, zu meinen neuen Freunden zählen kann. Das würde mir gefallen. Siehst du, Orko, alle Leute sind dazu fähig, sich zu ändern. Und wir müssen immer aufgeschlossen sein und ihnen eine Chance geben, sich zu ändern.
Wie ich immer gesagt habe, Leute können sich ändern. Wie war das? Hey, möchte jemand eine Zauberei sehen? Ja, du solltest lieber den Trick mit dem Verschwinden vorführen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man mich nicht zu schätzen weiß. Bis später, Leute. Bis später, kleiner Freund. Wie ihr in der heutigen Geschichte gesehen habt, können sich Leute ändern. Richtig, Tila. Sibeline war immer eine böse Zauberin, aber sie war in der Lage, ihr Wesen zum Besseren zu ändern. Vielleicht gefällt euch auch etwas an euch selbst nicht. Vielleicht eine schlechte Angewohnheit. Zu sagen, ich kann mich nicht ändern, ist leicht. Aber in Wahrheit könnt ihr fast jedes Verhalten ändern, wenn ihr das wirklich wollt. Und der erste Schritt dazu ist, sich selbst zu sagen, ich kann.